Eine wichtige Frage beim Netzausbau ist, ob eine Stromleitung als Freileitung oder als Erdkabel gebaut wird. Ein solches Erdkabel in Wechselstromtechnologie baut die Firma Amprion gerade in der Nähe von Münster. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird ein Stromkabel mit 380.000 Volt unter die Erde gelegt. Wir bauen hier in Rasfeld eine 380 kV Kabelanlage auf einer Strecke von ca. 3,5 Kilometer. Hierzu benötigen wir zwei Kabelgräben von etwa 7 Meter Breite, indem wir jeweils 6 Kabelschutzrohre zunächst einbringen. Danach werden in die Kabelschutzrohre diese 12 Einzelkabel eingezogen, um später dann die Übertragungsleistung sicherstellen zu können. Und dieses Konzept wird hier konsequent eingehalten und über bodenkundliche Baubegleitung permanent überwacht. Das Bodenschutzkonzept besagt im Prinzip, dass der Boden hinterher auch wieder landwirtschaftlich genutzt werden kann, dass der Boden, den wir vorgefunden haben, auch hinterher so wieder rückverfüllt wird. Natürlich ist es aufwendig, aber es ist wichtig, damit dann hinterher auch der Landwirt eine vernünftige Fläche wieder zurückbekommt. Das Fazit ist, es ist eine große Herausforderung in der Dimension, eine solche Leitung in die Erde zu bringen. Die baulichen Herausforderungen sind sehr groß und wir sind alle gespannt im Betrieb, wie sich diese Kabelanlage als Zwischenverkabelung einer Gesamtleitung im Betrieb letztendlich verhält. Ein Pilotprojekt wie in Rasfeld ist deswegen wichtig, damit es endlich mal losgeht mit der Erdverkabelung. Damit man wirklich lernen kann, Erfahrungen sammeln kann und alle Beteiligten erfahren, was die Vor- und Nachteile von Erdkabeln sind. Erdkabel sollten dort eingesetzt werden, wo die Belange des Vogelschutzes überwiegen oder wo das Landschaftsbild geschont werden muss. Auch für die Akzeptanz der Menschen vor Ort ist das Erdkabel schon oft die bessere Wahl. Wir fordern eine umfassende Beteiligung sowohl der Naturschutzverbände als auch der Bürger vor Ort. Perspektivisch brauchen wir sowohl für Gleichstrom als auch für Wechselstrom die Möglichkeit zu prüfen, ob es eingesetzt werden soll oder nicht. Wir können nicht sagen, sofort überall, ohne zu wissen, was das mit unserem Stromsystem macht. Also wir hatten zunächst die Hoffnung, dass wir mit dem Erdkabel erheblich weniger Probleme haben, weil das Landschaftsbild einfach weniger stört wird. Was unter der Erde ist, sieht man nicht. Aber das war nicht ganz so, sondern wir haben erhebliche Baustelle hier jetzt in Rasfeld. Wir haben sehr viel Baustellenverkehr und insbesondere die Kabelübergabestationen kommen in der Bevölkerung nicht so gut an. Die Frage zu den Kosten von Erdverkabelungen kann man pauschal nicht beantworten, weil sie stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängen. Hier in Rasfeld haben wir verhältnismäßig einfache Gegebenheiten. Wir sind auf dem Acker unterwegs, haben wenig Rohrleitungen, die wir kreuzen müssen und sind hier bei einem Faktor, dass wir also 6-mal so viel wie für eine vergleichbare Freileitung ausgeben. Das kann aber, wenn ich beispielsweise den Rhein mit einem Tunnel unterqueren muss, ganz anders aussehen. Wir würden uns beim Thema Erdkabel von der Politik wünschen, dass sie klarere Einsatzbedingungen setzt und auch klar definiert, wann ein Erdkabel kommen muss und wann es eben auch nicht kommen muss, damit die Diskussion vor Ort nicht an jedem Fall neu aufgerollt werden muss. Eine vernünftige Lösung ist eine, die die Beeinträchtigung der Natur minimiert, die den Schutz des Menschen am größtmöglichsten gewährleistet, die aber eben auch die Kostenfrage nicht aus den Augen verliert und die nicht die technologischen Risiken ignoriert. Wir wollen ja auch, dass das Netz zuverlässig ist und gegebenenfalls schnell wieder repariert werden kann. In Berlin wird derzeit an einem Erdkabelgesetz gearbeitet. Es bleibt weiterhin spannend.